Am Tag nach meinem Examen habe ich angefangen, diese alte Ente oben auf den Bulli zu setzen. 4 Wochen lang habe ich im Grunde genommen Tag und Nacht in der Scheune verbracht und dieses schöne Auto zusammengebastelt. Als es fertig war, hatten wir noch 2 Wochen Zeit, bis mein Job in Halle anfing. Und wir haben gesagt, wir fahren nach Südfrankreich mit dem Bulli und machen Urlaub. Wir sind zum Aldi gefahren, haben noch Nudeln und O-Saft gekauft und dann ging es los auf die Autobahn. Die ersten 250 Kilometer hat alles super geklappt. Dann waren wir in der Nähe von Frankfurt und plötzlich gab es ein ohrenbetäubendes Geräusch. Funken sprühten in der Nacht und wir sahen, dass vorne die ganze Radaufhängung mit dem Rad sich gelöst hatte. Vom ADAC ließen wir uns in das Industriegebiet von Frankfurt bringen. Und der Mechaniker sagte, es gibt keine Chance, Ersatzteile für so ein altes Auto hier zu finden. Sie müssen sich irgendwie abholen lassen. Also rief ich meinen Freund Erik an, der mir eigentlich immer geholfen hat. Und er sagte, ich hole dich ab, ich habe einen Autoanhänger. Aber ich brauche einen großen, starken Geländewagen, der deinen Bulli ziehen kann. Wenn du mir einen Geländewagen besorgst, komme ich runter. Ich kannte nur einen einzigen Menschen auf der Welt, der einen Geländewagen besitzt. Und diesen Menschen kannte ich nicht mal besonders gut. Lothar W. Ich rief ihn an und sagte, Herr W., darf ich Ihren Geländewagen leihen? Und er hat gesagt, klar, du kannst ihn haben, sehr gerne. So rief ich wieder meinen Freund Erik an und er sagte, diese Nacht um 2 Uhr ungefähr werde ich bei euch in Frankfurt sein. Ich stand vorm Bulli und guckte und tatsächlich, da kam der Geländewagen mit dem Autotransporter. Das Erste, was mir auffiel, war, dass nicht eine Person, nicht nur mein Freund Erik, im Geländewagen saß, sondern dass 2 Personen drin saßen. Lothar W. war tatsächlich mitgekommen. Er ist die ganze Nacht mit runtergefahren, um unseren alten Bulli abzuholen. Und dann entdeckte ich, dass hinten auf dem Autoanhänger ein wunderschönes Wohnmobil stand. Es war das Wohnmobil von Lothar W. Lothar W. gehört zu den Christen, die besonders freizügig mit ihren Dingen sind und besonders großzügig. Er sagte, runter mit dem Wohnmobil, packt eure Taschen und Koffer um, der Kühlschrank ist voll und die Standheizung funktioniert, der Tank ist voll und ab nach Südfrankreich mit euch. Ich konnte es nicht glauben. Wir waren so erschüttert und so traurig und plötzlich diese Freude, wir können doch in den Urlaub fahren. Und nicht nur mit unserem alten Bulli, sondern mit einem edlen Wohnmobil. Das Erste, was ich tat, war, dass ich meine Hände faltete und sagte, Gott, du bist so gut zu uns. Du hast uns wieder mal aus der Patsche geholfen. Und natürlich habe ich mich bei Lothar W. bedankt. Jesus sagte einmal, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich musste darüber nachdenken. Lothar W. hat es geschafft, dass ich meine Hände faltete und Gott lobte. Ist das nicht ein unvorstellbarer Gedanke, dass wir Menschen durch das, was wir tun, bewirken können, dass andere die Hände falten und sagen, Gott, du bist wunderbar?